bedingt es Ziele und Animationen, zumindest die Basics davon, das werden wir uns ja jetzt mal anschauen in diesem Video. Wir haben in einem anderen Video ja dieses Beispiel gemacht mit dieser Personenliste und wo die eben arbeiten. Wie der Hugo Bassinger im Management natürlich, der Dev Dave als Software Development und die Susi Möller im Backoffice. Und hier können wir ein bisschen bearbeiten etc. Und diesmal wollen wir diesen Stil vom selektierten Element hier etwas ändern. Und zwar würden wir gern alle ein bisschen dezenter machen, ein bisschen ausgrauen und nur den aktuell selektierten auch wirklich gut fett hervorheben. Und das Einzige, was ich gemacht habe, zum Beispiel von letztes Mal, ich habe hier im Konstruktor die drei Personen sozusagen direkt hinzugefügt, damit wir die nicht immer manuell eingeben müssen. So, und jetzt geht's ran an den Speck. Also, wie machen wir denn das? Wir haben ja hier genommen eine Listbox. Die ist auf Personen gebunden und wir haben hier ein Data-Template. Dieses Data-Template erlaubt uns, ja, zu konfigurieren oder selbst festzulegen, wie dies wie ein einzelner Eintrag in der Liste aussieht. Und wir haben auch in den letzten zwei Videos uns über Styles unterhalten, also wie man so Formatierungen machen kann. Und in diesem Fall machen wir auch das Thema über die Styles und da geht noch einiges mehr. Stile und Templates kann man auch kombinieren, aber dazu mehr in einem anderen Video. Also Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Also in den Resources machen wir jetzt einen Style und wer die Videos kennt, sagen wir natürlich, dieser Stil gilt für, ja, Target Type ist Listbox Item. Ja, wir konfigurieren wie ein einzelnes Item, ein einzelner Eintrag dargestellt wird. Und was wir erkennen ist, wir geben hier einen Setter an und sagen mal Property, welche Eigenschaft wollen wir setzen von so einem Item, und die Opacity ist die Transparenz und das setze ich mal auf, keine Ahnung, 0,7. 0,0 wäre ja absolut transparent, 1,0 wäre also ganz normal. Man sieht es auch oben in der Vorschau schon, hier hat sich was getan. So, und jetzt gibt es Style.Triggers. Ja, ein Trigger ist im Endeffekt ein Event, ja, wo das Listbox-Item sagt, hey, da ist was anders. Ja, also das Event feuert, könnte auch Events eigentlich heißen, aber gut, das ist ein Trigger und Style.Triggers erlaubt mir jetzt einzelne Trigger zu setzen. Da gibt es mehrere Trigger und ich sage mal, ich mache einen Trigger auf die Eigenschaft, wir haben gesagt, wenn es selektiert ist, also auf die Property, ist selected. Und wenn die den Value True erhält, dann möchte ich, dass dieser Trigger jetzt die Opacity auf 1,0 setzt, also gar nicht transparent. Also der Trigger darf Setters haben und jetzt haben wir wieder den Setter mit Property ist Opacity und der Value ist nun 1,0. Also wir haben einen Style und wir setzen Eigenschaften. Dann definieren wir, oder können wir definieren, einen Trigger. Der wird dann ausgelöst, wenn eine bestimmte Eigenschaft, in dem Fall das Property Event, das ist Selected Property, seinen Wert auf True ändert. Damit das funktioniert, muss das natürlich ein Property sein, das genau per iNotify Property Changed geworfen wird. Ja, also dieses Interface ist einfach wichtig in WebF. So, also wenn sich diese Eigenschaft ändert, dann hat sich dieser Trigger darauf registriert und sieht in seiner Liste von Settern nach und sagt, okay, ich habe die Setter, die ich alle ausführe, und zwar in dem Fall werde ich dann die Opacity wieder auf 1 setzen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie denn das genau ausschaut. So, kurz auf Play gedrückt. Wir sehen hier, die sind ganz leicht angegraut und wenn ich jetzt einen auswähle, dann ist dieser nicht mehr transparent. Oder, ja genau, einfach gar nicht. Und sobald ich das wieder den nächsten auswähle, dann sehe ich, dass die Opacity wieder automatisch zurückgeht auf diese Eigenschaft, auf den Wert von 0,7, weil eben dieses isSelected nicht mehr auf True gesetzt ist. Ja, und so ist das selektierte Element sticht immer ein bisschen mehr hervor als die anderen. Das sind immer so kleine, dezente Usability-Gimmicks,
den User dann Spaß machen oder helfen, sich leichter zurechtzufinden. Nochmal kurz geändert, nur um zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Wer es noch nicht so gut gesehen hat, ich gehe mal auf 0,3, würde ich nicht empfehlen, weil ich sehe schon fast gar nicht mehr. Das ist ja wirklich absolut deaktiviert, ja, so wie inaktiv. Ja, aber jetzt sieht man sehr gut, wie sich denn das hier verändert. Nämlich, wenn ich mir so Apps ansehe, so, die richtig gut aussehen, dann fällt eins auf, das wechselt nicht einfach so von Selected auf Unselected, hier oben vielleicht schon, aber hier unten vor allem, da ist immer irgendwie irgendwas von Animationen dabei. Und Animationen wären in Windows Forms eine nicht so schöne Aufgabe, aber in WebPF ist das eigentlich kein Thema. Und das schauen wir uns jetzt noch an, wie wir hier bei diesen Triggers auch mit Animationen arbeiten können. Also wir haben hier schon den, wo wir gesagt haben, okay, es gibt einen Stil, wo ein Item eine Opacity von 0,3 hat und wenn selected ist, dann wird der Wert auf 1 gesetzt. Und in diesem Fall wollen wir jetzt sagen, okay, wir wollen das animieren. Ich will nicht sofort den Wert auf 1,0 setzen, sondern ich möchte zum Beispiel, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dass das so, ja, sich der Wert kontinuierlich erhöht und wenn ich die Maus wieder, ja, entferne von dem Element, dann soll es wieder zurückgehen. Also das mal auskommentiert, denn das war jetzt so ein Style-Trigger, also nicht alle Triggers, sondern nur diesen Property-Trigger sozusagen, den ändern wir jetzt auf eine andere Art von Trigger. Dieser Property-Trigger wird gefeuert, wenn eben dieses iNotifyPropertyChanged auf das Event auftritt. Und jetzt haben wir einen Event-Trigger. Ja, da gibt es keine iNotifyPropertyChanged, aber ein Event, das auftreten kann. Und zwar ein Event. In WebPF sind es meistens Routed Events. Und ein Routed Event, Maus-Events sind zum Beispiel sowas, ist Maus.MausEnter. Also wenn sich die Maus über den Eintrag bewegt. Und was wollen wir da machen? Dann wollen wir sagen, okay, es gibt Aktionen, die ausgeführt werden. Und die Aktion, die ausgeführt werden soll, ist eine Animation. Animationen sind in einem Storyboard. Und ein Beginn-Storyboard und da drinnen gibt es dann das Storyboard und darin gibt es endlich die Animationen. Also Animation, da gibt es Object Animation und Keyframes. Jetzt machen wir mal eine Double Animation, also wo ein Double-Wert einfach verändert wird, über die Zeit hinweg. Und diese Double Animation soll dauern, eine Duration von 0 Stunden, 0 Minuten und 0,3 Sekunden. Und jetzt kann ich sagen, du liebes Storyboard, die Property, die Target Property, die du bitte setzen sollst, das ist die Opacity. Und was wir jetzt natürlich brauchen ist, von welchem Wert zu welchem Wert oder zumindest zu welchem Wert und der Wert wäre 1,0. Also ein Event-Trigger geht zum Beispiel auf ein Maus-Event oder auf ein Keyboard-Event. Und dann kann man Aktionen angeben und darin ein Storyboard, das dieses Storyboard beschreibt Animationen. Gut, dann drücke ich mal auf Play und schauen uns das mal an. Und ich habe hier jetzt die Applikation und wenn ich mit der Maus über den Hugo Bossinger fahre, dann kommt, ja, dann sieht man so die Animation, wie das, ja, immer mehr einblendet sozusagen. Was man hier sieht, dieser Maus-Enter-Trigger, der setzt auf jeden Fall auf 1,0, aber er geht nicht automatisch zurück. Also brauchen wir in diesem Fall einen zweiten Trigger. Diesen werden wir jetzt noch einen Event-Trigger, auch ein Routed-Event. Dieser geht auf Maus.MauseLeave. Ja, wenn wir die Maus wieder entfernen und der Rest ist im Endeffekt gleich. Wir definieren die Actions und zwar ein Beginn-Storyboard, in diesem das Storyboard, in dieser die Double-Animation, wo ein Double-Wert einfach verändert wird. Über die Zeit und über welche Zeit? 0,004 Sekunden. Wir können sagen, okay, ausblenden soll etwas
länger dauern, aber wir nehmen wieder das Target Property von der Opacity. Opacity 0,3 war unser Ausgangswert. Dieses Target Property geht immer auf das Element des Target Types. Wollten wir etwas anderes verwenden, dann können wir hier auch Target Storyboard, nicht nur Target Property, sondern Target Name verwenden, wenn wir zum Beispiel auch noch Template haben. Ja, aber die schauen wir uns in einem anderen Video an. Gut, also mal kurz ausprobiert. Jetzt haben wir das Maus Enter und Maus Leave. Ich fahre über den, bewege mich weg und das ist doch ein smoother Übergang zwischen einzelnen Elementen. Ist das nicht schön? So, jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich zum Beispiel, dass wenn ich den anwähle, dieser bleibt. Ja, beim Drüberfahren, dass die anderen selektiert werden, aber ich möchte, dass dieser bleibt. Schauen wir mal, was ist, wenn ich diesen Trigger hier behalte. Den isSelected Trigger, den wir erst gemacht haben, dann funktioniert das nicht. Und die Frage ist, warum nicht? Ganz klar, denn das isSelected wird aufgerufen in dem Moment, wo ich drauf klicke. Und dieses MouseLeave kommt dann später und überschreibt sozusagen diesen wieder. Ja, hier habe ich ja wieder dieses Ausblenden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie lösen wir das wieder? Und dazu kann man sich jetzt überlegen, okay, wie deaktiviere ich etwas, wenn was anderes kommt? Nein, ich würde mal sagen, die Sache geht einfacher. Und zwar Trigger, wenn ich oben bei diesem Property Trigger sozusagen oder bei diesem ja, Notify Property Change Trigger gibt es Enter Actions und es gibt auch Exit Actions. Also Enter Actions, wenn es auftritt und Exit Actions, wenn es wieder vorbei ist sozusagen. Und die Frage ist natürlich, was ist, wenn ich hier diesen hier so eine Action mache und hier wieder so ein Storyboard reingebe. Also eigentlich könnte man sagen, ich nehme das Storyboard hier vom Maus Enter und gebe es mal in die Enter Action, gebe diesen Event Trigger wieder weg. Hier habe ich jetzt gezeigt, wie man auch andere Trigger macht, nenne ich Event Triggers und jetzt gehen wir wieder zu dem und schauen mal, was hier passiert. Nicht sehr viel, ne? Exit Actions, wenn wir auch noch hergeben und das hier mal wieder weggeben, diesen Event Trigger mit Maus Leave, den brauchen wir so nicht mehr. Ich drücke mal Play und wir sehen jetzt, dass er beim Klicken sich natürlich die Animation macht und beim Raustun auch die Animation macht. Was er nicht macht, ist die Animation, wenn ich so mit der Maus drüber fahre und wieder weggehe. Okay, also kurz überlegen, wie das wieder geht. Also diese Option wird jetzt möglicherweise ein bisschen komplizierter. Also was wir jetzt gehabt haben, ist ein normaler Trigger, der auf das Property geht. Wir hatten auch hier Enter Action und Exit Actions. Und was wir jetzt brauchen, ist nicht diese Variante mit Event Triggers und Triggers, die beiden haben nämlich ein Problem, sie können keine Bedingungen setzen, also keine Conditions. Und in unserem Fall brauchen wir jetzt aber eine Condition, und zwar, ich muss mit der Maus ein Element mit der Maus drüber sein, aber das Element darf nicht selektiert sein. Also ich gebe jetzt mal diese Trigger, die wir jetzt gemacht haben, weg. Weg, 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 weg. So. Gut. Und mache jetzt mal Folgendes. Was es jetzt gibt, es gibt hier noch weitere Trigger. Es gibt einen Data Trigger,
Der ist, wenn ich auf einen Wert im View-Model wende. Und es gibt einen Multitrigger. Warum der Multitrigger heißt, bin ich mir noch nicht sicher, aber okay. Und in diesem Multitrigger, der hat nun die Option, Conditions zu setzen. Und die Condition, die wir haben, ist Condition Property is selected. Das muss mal auf False sein. Und wenn das auf False ist, also das Element nicht selektiert ist, und eine weitere Condition, nämlich wenn das Property is mouse over den Wert true besitzt. Also wenn die Maus gerade sich über das Element bewegt, dann gibt es jetzt neben den Conditions gibt es auch die Setter, die Multitrigger Setter, und es gibt die Enter- und die Exit-Actions wieder. Also in der Enter-Action machen wir unser Storyboard. Beginn Storyboard. In diesem Beginn-Storyboard geben wir ein Storyboard an, mit der bekannten Double-Animation. Double-Animation. In dieser Double-Animation haben wir die Duration von unseren, ich mache mal 5 Sekunden, oder nicht 5 Sekunden, Blödsinn, eine halbe Sekunde. Storyboard, Target Property, wen, wer soll animiert werden, und zwar die Opacity. Opacity, zu 1,0. Also wir wollen es hervorheben, sobald sich die Maus drüber bewegt, aber nur dann, wenn es nicht selektiert ist. Okay, was machen wir, wenn wir die Maus, wenn diese Animation wieder beendet wird, sprich sich die Maus wieder aus dem Feld bewegt, das ist die Action, die Exit Action, dann sagen wir ebenfalls wieder ein Begin Storyboard. Ein Begin-Storyboard, wir sagen wieder ein Storyboard und eine Double Animation. Duration ist in diesem Fall auch die halbe Sekunde und auch das Property Storyboard, Target Property ist Opacity. Vorsicht, ich gebe hier kein To an. Ich gebe hier kein To an. So, schauen wir uns das mal an, was er jetzt macht. Ich gebe hier kein To an, damit er den Originalwert wieder verwendet. Also ich fahre drüber, es ist schön animiert, es macht seinen Fade-In und Fade-Out. Aber wenn ich selektiere, dann passiert noch gar nichts. Er macht trotzdem diesen Fade-In, Fade-Out. Ja, und dazu brauchen wir jetzt noch unseren normalen Trigger. Den Trigger mit is selected. Diesen brauchen wir jetzt wieder. Den heben wir aber hier auf. Das gehen wir einfach mal weg. Event Trigger, weg damit. So, also wir haben unseren normalen Trigger is selected und auch bei dem setzen wir die Opacity wieder auf 1,0. So, und was haben wir jetzt? Ich fahre mit der Maus drüber, es ist ein Fade-In, Fade-Out. Ich selektiere und es bleibt selektiert. Wunderbar. Fade-In, Fade-Out funktioniert. Ja, ist doch in Summe alles recht schön. Wie man sieht, mit die Storyboards sind irgendwie ganz cool. Man kann hier so Animationen machen, viele mögliche Optionen, Trigger, ja, alles deklarativ. Ein paar Magic Strings, das ist nicht ganz so schön. Ja, und naja, wie man sieht, Xaml zieht sich in die Länge. Ja, da ist schnell viel da. Na gut, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.